Ja, hallo meine Lieben. Wie ihr wisst, haben wir sehr wenig zu vermieten und nicht nur wir. Manche Makler, die wollen mit Vermietung gar nichts zu tun haben. Denn einen türkischen Kumpel von mir, nicht den Sabir, einen anderen habe ich gefragt, also Maklerkumpel. Ja, und hast du was zu vermieten für mich? Weil ich habe so viele Anfragen, habe ich ihm gesagt. Er hat gesagt, mit Vermietungen will er nichts zu tun haben. Nur Arbeit und kein Geld. Ja, das ist schon heftig, ne? Ich meine, was soll's? So wenig ist es ja nicht. Das ist ja eine Monatsmiete hier, nicht wie in Deutschland zwei oder drei. Und wenn die Mieten sowieso so günstig sind hier, da hat er schon recht, da bleibt halt nicht viel übrig, ne? Und wenn man dann Mieter hat, die jeden Tag anrufen, wegen was auch immer, und nicht den Hausbesitzer anrufen, dann ist natürlich nervig, dann verstehe ich sie. Ne? Und aber wir haben es trotzdem, weil es geht ja auch darum, dass man den Leuten helfen muss, dass sie wegkommen vom Sklavensystem, wegkommen hierher. Aber da gibt es doch auch ein Sklavensystem, Ali. Du bist ja blöd. Die verdienen sogar viel weniger als wir hier. Und das sind die größeren Sklaven, die müssen viel länger arbeiten und viel mehr. Viel länger arbeiten ist so, das habe ich schon mal erklärt, wenn man das Gejammere der Verkäufer in den Touristengassen da sich anhört, dann verdient man ja auch keine andere Antwort. Denn die arbeiten, die sagen dann, ja, wir arbeiten 14 Stunden am Tag. Oh. Meistens sind es die Chefs selber und wenn ihr dann mal beobachtet, sitzen sie den ganzen Tag draußen vor der Tür und trinken einen Tee und rauchen eine. Die Hälfte der Zeit hocken sie draußen vor der Tür und rauchen eine und trinken einen Tee und quatschen mit ihren Kollegen. Wenn das jetzt Arbeiten sein soll, weiß ich nicht. Hier gibt es auch Gesetze, du hast auch deine maximale Arbeitszeit und Überstundenregelungen und so weiter. Normalerweise arbeitet man hier auch 20 Stunden in der Woche und Wochenende frei ist so. Allerdings schaut die, na, da muss ich aber zugeben, dass da viele auch samstags arbeiten müssen. Und ja, Gehälter sind weniger, aber wenn hier so normale, nicht so tolle Wohnungen, ich meine, welche Wohnung ist denn schon toll in Deutschland? Ja? Tolle Wohnungen in Deutschland fangen bei 800 Euro an, mindestens. Ja? Und solche, die in Deutschland 400 Euro kosten, so zwei, drei Zimmerwohnungen, die in Deutschland 400 Euro kosten, die gibt es hier auch viel billiger. Ja? Du kannst hier auch solche Baracken haben für 600 Lira. Und worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ich schweife immer ab. Ach ja, wegen dem Gejammere, tu halt die Türkei nicht immer so schön hinstellen und unser schönes Deutschland so schlecht hinstellen. Also nochmal, hier gibt es zwei, drei Zimmerwohnungen im gleichen Standard wie in Deutschland, 400 Euro Wohnungen für 600 Lira. Und das sind gerade mal 70, 80 Euro. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Und ich kenne hier, ich habe schon mal vor zig Jahren Videos darüber gemacht, Arbeiter, die haben mit einem Gehalt, haben sich zwei Wohnungen erspart. Es gibt hier Förderprogramme und außerdem kosten ja die Wohnungen auch nicht so viel hier. Und dem geht's gut und der darf auch noch mit 50 in Rente. Also, wer will hier noch irgendwie jammern? Und wer hier in der Türkei meint, er kriegt keinen Job? Also, Leute, das kannst du vergessen. Wenn du natürlich jetzt durch die Corona irgendwo im Hotel einen gemütlichen Job hattest mit gutem Geld und sauber und ordentlich und den jetzt halt nicht mehr hast, na und, da gehst du einfach aufs Land oder Richtung Istanbul, da gibt es tonnenweise Arbeit. Und ob es Schweißer sind oder was auch immer, die werden hier ständig gesucht. Du findest hier keine. Ja, und wenn, dann musst du fett Gehalt zahlen.
Es ist hier nicht so, dass jeder für Mindestlohn buckelt. Und das ist auch gut so. Der beste Beweis dafür sind meine Kunden, die Putzfrauen suchen. Und wenn die dann halt mal welche finden, Mensch Ali, die wollen 400 Lira von uns für Putzfrau, für 5 Stunden, für 4 Zimmer, dann sage ich, ja, sei froh, ich habe keine billigere. Ne? Und das bedeutet, dem Land geht's gut. Ja? Wenn ein Land, wenn eine Putzfrau dann sagt, in einem Land, nee, für Apfel und Ei mache ich das nicht, dann ist das Land ordentlich, dann ist das Land okay. Versteht ihr? Meine Meinung. Und deswegen, und wenn man dann hier zum Balkon schaut, sieht man da hinten die Berge, hier sieht man da hinten das Meer. Und diese Wohnung hier, meine Lieben, ist in Kestel. Ich habe die fälschlicherweise mal Machmutlar gesagt gehabt, aber es war falsch gesagt. Die ist in Kestel, hat 2 Balkone und 2 Schlafzimmer und Küche ist in einem Extraraum und Parkettboden und liegt in Kestel. Zum Strand sind es 10 Minuten, 12 Minuten. Das hier ist die Küche. Die Wohnung ist eigentlich schon okay. 2 Balkone, wie gesagt. Und hat ca. 90 Quadratmeter. Und kostet 2000 türkische Lira plus 100 Lira Nebenkosten. Wer die mieten möchte, sollte sich beeilen, weil in Kessel haben wir sowieso gar nichts zu vermieten. Und diese Wohnung, man muss sie auch nicht jährlich nehmen. Wer sie jährlich bezahlen will, muss sich halt nachfragen, ob der Miete runtergeht. Aber zahlt einfach monatlich eure Miete. Also eine Monatsmiete Kaution, eine Monatsmiete Maklergebühr. Und eine Monatsmiete, erste Monatsmiete wäre hier fällig. Okay, also wer Lust hat, meine Lieben, eine schöne Wohnung in einer schönen Gegend, moderne Wohnung und etwa 12 Minuten zum Strand und in Kestel, das heißt, wenn man in den Himmel schaut, sieht man keine Hochhäuser, sondern man sieht dann Wohnungen, die fliegen dann oben in den Wolken irgendwo. Nein, man sieht halt dann den Himmel. Heute habe ich ja wieder meinen Kaffee aufgemacht, deswegen ich bin vorhin voll eingenickt. Ich bin das Arbeiten gar nicht mehr gewöhnt, obwohl das total leichte Arbeit ist. Und es war wieder mal lustig. Vielen Dank allen alle, die da waren. Vielen Dank. Und ja, war echt lustig. Und Thorsten hat sich verabschiedet und neue Kunden waren auch da. Und war echt schön mal wieder. Wirklich. Deswegen bin ich froh, dass ich es aufgemacht habe. Ich habe jetzt auch ein bisschen Bewegung gehabt dadurch. Deswegen helft mir bitte nicht beim Tische aufräumen und so weiter. Ihr wollt mir immer helfen, das ist ja echt lieb von euch. Und ja, also ich bin wieder soweit okay, bis auf, dass ich halt nicht laufen kann richtig. Außerdem im Rollstuhl macht es Spaß. Und da habe ich gehofft, dass ich Mitleid erwecke bei meinen Gästen und die dann dadurch mehr Trinkgeld zahlen. Und das hat voll hingehauen. Das war Spaß. Das war Spaß. Das ging heute alles aufs Haus. Das habe ich nur deswegen nicht offiziell gesagt, dass es alles aufs Haus ging, weil sonst die Standard Freibiergesichter gekommen wären. Die kommen nur, wenn irgendwas aufs Haus gibt. Und deswegen habe ich es nicht gesagt. Und es war alles aufs Haus. Als Dank für meine Gäste, als Dank für meine Freunde, als Dank für meine lustigen Leute. Das ist echt lustig. Und ich habe gefragt, Mensch, trinkt halt was, geht aufs Haus, es geht aufs Haus. Und ich musste es denen richtig aufdrücken. Ja. Die wollten unbedingt zahlen. Nein. Deswegen war das ein Witz mit dem Rollstuhl, dass ich Trinkgeld, versteht ihr? Na? Wer sowas macht, das ist ja lustig. Echt. Nee. Also, die Wohnung ist schön, modern. 2000 Lira plus 100 Lira Nebenkosten. Wie viel Euro sind das? Ja, knapp 210 Euro, irgendwas, keine Ahnung. Rechnet halt mal mit dem aktuellen Kurs. Oh, jetzt bin ich aber müde. Okay, Leute, dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Video. Ne? Und ihr wisst doch, bei mir könnt ihr nicht irgendeinen
langweiligen Schmalspur-Anzugträger-Makler treffen, sondern ich bin der Ali. Okay? Und du bist du. Und so ist es richtig. Ja? Ich bin nicht jemand anders. Ich will auch nicht jemand anders sein oder mich verstellen. Und das braucht ihr bitte auch nicht machen. So viel von mir. Liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal.